Mein Name ist Janik. Ich bin Astrid. Ich bin Jan. Ich studiere Bauingenieurwesen im 5. Semester. Im 3. Semester. Im Vollzeitmodell. Teilzeitmodell. Wegen der Vielseitigkeit, die der Beruf im Berufsalltag mit sich bringt. Für mich war eigentlich klar, dass es etwas im technischen Bereich sein muss. Nein, Naturwissenschaften schon immer sehr interessiert. Gleichzeitig wollte ich aber in der Privatwirtschaft arbeiten. Mein Weg zum Studium hat zuerst über das Gymnasium geführt. Ich habe die Lehre als Bauzeichner gemacht. Ich habe 6 Jahre lang als Lehrerin gearbeitet. Und anschliessend habe ich eine verkürzte Lehre gemacht, eine sogenannte Way-Up-Lehre. Berufsbegleitend BMS an IDM Thun. Und das hat mir dann nicht mehr so gut gefallen und darum habe ich dann einen ganz neuen Weg eingeschlagen. Das absolut grösste Highlight war die Baupraxiswoche. Ich konnte grosse Baumaschinen fahren, mit einem Kran klettern und es war eine coole Erfahrung. Auf einer Exkursion konnte ich eine Tunnelbohrmaschine besichtigen. Auch ein bisschen Spass haben. Mein Lieblingsfach ist zurzeit Baustatik. Die Physik. Massivbau, weil es die zwei interessanten Baustoffe Beton und Stahl miteinander verbindet. Physik. 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 Tunnelbau, Vorspannung, Geologie. Wasserbau, Massivbau, Bodenmechanik, Hydraulik, Werkstoffkund, Mathematik, alles Mögliche. Als Bauingenieurin muss man nicht nur rechnen können, sondern man muss auch ein bisschen kommunikativ sein. Weil man oft sehr komplizierte Probleme in einfachen Worten erklären muss. Er muss mit Zeitdruck umgehen, er muss immer flexibel sein und spontan handeln können. Das ist sicher anspruchsvoll. Möglichst gleich schon anfangen, nicht erst Ende Semester oder kurz vor den Prüfungen anfangen zu lernen. Das Bachelorstudium bietet mit seinen vielen Modulen die Möglichkeit, dass jeder seine eigene Leidenschaft entdecken kann. Und von dem her, kommt vorbei und findet eure Leidenschaft. Probiert es aus. Und wenn ihr hier seid, könnt ihr das Studentenleben in vollen Zügen geniessen.